Ich melde mich hier für euch mit einem ganz speziellen Video hier auf YouTube zurück. Und zwar, es geht um die Analysierung zusammen mit einem Schüler von mir bei einer gemeinsamen Runde auf dem Hockenheimring. Wie ihr wisst, ich bin mit vielen von euch unterwegs und viele von euch wollen von mir das Motorradfahren lernen und genau deswegen mache ich das. Es gibt bei jedem Turn in der Regel eine Videoanalyse, wenn ich den Schüler vorauslasse, nachdem ich ihm erstmal 2, 3, 4 Runden je nach seinem Level vorausgefahren bin. Wir wechseln dann auf der Startziel, ich schalte die Kamera ein, ich zeichne das 1, 2 Runden auf und wir sehen uns das im Nachhinein an und versuchen das Ganze zu verbessern. Ich freue mich, dass du wieder zurück bist und bei mir eingeschaltet hast bei diesem neuen Video. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin der Matthias, bei mir geht es lediglich um Motorrad und Rennstrecke. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du es gerne machen. Check auch mal die anderen Videos aus. Hier geht es wirklich nur um Motorräder und Rennstrecke, beziehungsweise Racing. Labern wir gar nicht lange rum, springen wir rein in das Onboard-Video von mir auf meiner Honda, mit der ich zusammen mit dem Michael in Hockenheim gefahren bin. Also, schauen wir rein. So, ich lasse ihn gleich auf Startziel vorbei. Das war er nicht, das war ein anderer, den haben wir überholt. Und schauen wir das Ganze an. So, da ist er, der Michael. Was man hier schon mal wirklich loben muss, und das habe ich natürlich im Vorhinein oft genug gepredigt, auf Videos, natürlich auf den Schulungen selber, umsetzen früh genug. Und das macht der Michael mit Bravour. Er sitzt schon schön rechts, vorbereitet für die Kurve. Und das hat er nicht nur beim Anbremsen gemacht, sondern auch schon vorher. Wirklich gut. Einlenkpunkt, ja, okay. Scheitelpunkt, auch okay. Kann man lassen. Schön außen von der Linie geblieben. Und jetzt, wenn euch das auffällt, er bleibt schon schön rechts sitzen und setzt sich nicht erst wieder in die Mitte. Sondern das ist auch ein Riesenthema. Hier hat er meines Erachtens tendenziell ein bisschen spät eingelenkt. Dadurch entsteht hier außen gleich so ein starker Bogen mit sehr viel tendenziell mehr Schräglage als ich jetzt auf der direkteren Linie. Was ihm vielleicht jetzt noch nicht zum Verhängnis wird, aber eventuell später, wenn er dann mal schneller wird, später bremst und weiter in die Kurve hineinbremsen muss, geht es nämlich nicht. Das heißt, hier habe ich ihm gesagt, also muss er auf jeden Fall einen Ticken früher einlenken. Dann hat man natürlich die Schwierigkeit, dass man den engeren Radius länger fahren muss. Aber dafür mache ich das nicht, was er hier macht. Er geht hier nochmal speziell nach rechts, um für diesen Linksknick auf die Parabolika nochmal auszuholen. Das müsste er eigentlich nicht machen. So, ich kann den direkten Weg wählen, kann somit früher ans Gas und auch dementsprechend härter ans Gas und hätte da eigentlich an ihm vorbeifahren können. Was ich aber nicht wollte. Hier verschwindet er aus dem Bild, ich weiß nicht, was er da hatte. Er hat auf jeden Fall nicht eingelenkt, also viel zu spät eingelenkt und kam nicht mehr ran an den Scheitel und auch nicht mehr an die Linie. Hier ist wichtig, beim Anbremsen auf die Spitzkehre, die Strecke ist hier so verdammt eng und es ist eine total beschissene Kurve, weil hier kann man eigentlich fast wirklich das Motorrad hinstellen, umdrehen und erst wieder weiterfahren. Also hier wirklich jeden Zentimeter ausnutzen, habe ich auch mehrmals sagen müssen, Zentimeter ausnutzen. Hier ist es wirklich sehr wichtig. Hat aber dadurch, trotz alledem hier, wenn man sieht, den Scheitelpunkt schön getroffen, schön mit dem Knie über dem Körb, genau da gehört er auch hin und irgendwo anders. Ausgang auch sehr gut gewählt, nicht weit gegangen, schön bis zum Körb den Platz ausgenutzt und nicht zu weit. Diese schnelle rechts nach der Spitzkehre fahren die meisten richtig vom Einlenkpunkt her und auch vom Scheitelpunkt. Jedoch kann man da mit wenig Risiko, sage ich mal, viel Rundenzeit gewinnen, indem dass man hier einfach viel schneller reinlaufen lässt. Also das geht hier wirklich richtig, richtig schnell. Also ich gehe da teilweise erst vom Gas, wenn ich schon eingelenkt habe und gehe dann erst auf die Bremse und das geht so schnell, du hast ja so viel Platz, das muss man erstmal begreifen. Hier kann man auch nochmal richtig raus beschleunigen und hier ist auch wichtig, dass man jetzt von der Rechtsschräglage in die Linksschräglage oder von links schräg, also von rechts, in dem Moment, wo man von links nach rechts rüberfährt, so muss man eigentlich sagen, sich beim Beschleunigen schon umsetzt von rechts nach links und dann nicht erst beim Anbremsen auf die links umsetzt, weil das macht das Ganze dementsprechend unruhig und bringt dementsprechend viel unbewusste Lenkimpulse ins Motorrad. So, der Einlenkpunkt war aber dann okay und der Scheitel war auch okay. Kommt hier auch nicht allzu weit raus und kann hier nochmal richtig nach links schön rüber bis an den linken Körb, der auch sehr wichtig ist, um so viel wie möglich Schwung jetzt hier über die rechts
auf den Dragstrip zu kriegen. Hier könnte er aber tendenziell ein bisschen früher schon ans Gas und weiter schon aufmachen, weil die Kurve hier sehr weit nach außen aufmacht, was man halt im Moment, wenn man innen am Curb ist, noch nicht sehen würde. Aber da verlieren auch sehr viele Zeit und man sieht auch, er braucht den Platz quasi gar nicht und den kann man schon mehr ausnutzen. Hier ist auch wichtig, das ist ja so eine Art Dragstrip hier, da so eine lange Gerade, wo die mit irgendwelchen 1000 PS Monster oder mehr da durchfahren. Unangenehm mit diesen Mauern links und rechts, ja, und man sieht die Kurve nicht wirklich ein, weil es könnte genauso gut geradeaus weitergehen, aber trotzdem versuchen, den Platz nach außen auszunutzen und hier Zentimeter gut zu machen. Und das ist hier eine Kurve, die sehr schwierig ist, weil du überhaupt nichts siehst. Die meisten lenken hier tendenziell zu spät ein. Ich gebe den Tipp, ein bisschen früher einlenken. Man sieht jetzt schön, der Michael ist ungefähr 30, 40 Meter weg von mir und wir lenken aber gleich ein, was bedeutet, dass ich früher einlenke und ich ziele dann im Endeffekt schon hier diese rechte Mauer quasi an und da weiß ich, dass ich genau auf dem Körper lande dann. Und ich bin hier lieber einfach einen Ticken früher innen, um nicht zu weit nach außen zu kommen am Eingang und dann, weil das Kiesbett ist ja relativ nah. So, und da geht er auch noch richtig mal schön ans Gas, das passt auch. Setzt sich so lala um, das hätte früher kommen können. Eingang hier passt sehr gut, sehr rund. Und hier muss man auch versuchen, die Strecke so breit wie möglich zu machen, um wirklich den Platz bis an den Curb auszunutzen, weil hier ist es auch relativ schmal. Und hier außen, sage ich mal, in dem letzten Viertel hier kann man schon sehr viel Rundenzeit noch gut machen. Das ist hier so eine Stelle, da wo man unter Zug von links nach rechts umlegen muss. Und hier ist es sehr wichtig und das predige ich auch immer ganz oft, dieses bewusste Umlegen von links auf rechts unter Zug funktioniert nur, wenn die Körperhaltung wirklich perfekt ist und du von einer Fußraste auf die andere springen oder tanzen kannst, kann man vielleicht sagen, und dazu noch einen bewussten Lenkimpuls setzt, dann kannst du unter Zug, unter Gas, unter Last quasi das Motorrad auf einer direkten geraden Linie von links nach rechts legen und das ist hier angebracht. Also hier sollte man keinen Bogen fahren, währenddessen man versucht umzulegen, weil in einem Bogen kannst du halt nicht so richtig beschleunigen und wenn ich aber gerade habe, dann kann ich hier richtig nochmal, einfach, ne? Also, genau. Aber das macht er okay und geht auch hier nochmal schön raus, kommt hier auf der Bremse zurück. Ist auch wichtig, dass man hier nochmal innen ist, um hier nochmal Richtung Startziel nach außen zu beschleunigen. Das hat er nicht ganz gemacht. Und hier ist es wichtig, lange innen zu bleiben. Und hier kann man schon so lange innen bleiben, bis die Curbs hier einfach vorbei sind. Und dann aber nach außen wirklich aufmacht und so richtig mit Feuer ans Gas geht. Wir haben hier allerdings einen Überhol, von dem her waren wir innen. Was im Übrigen auch einer der sichersten Überholvorgänge ist, einfach innen am Kurvenausgang vorbei. In der Regel trägt es die meisten nach außen und kommen nicht mehr weiter nach innen zurück. Von dem her sind wir da auf der sichersten Linie, weil eben in meinem anderen Video viele gefragt haben, wie man denn richtig überholt. Da wird ein extra Video dazu kommen, aber nur mal so nebenbei, weil man das hier einfach wirklich schön gesehen hat. So, Kurve 1 macht er sehr gut, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Bleibt schön rechts sitzen, das gefällt mir am allermeisten bei mir hier. Und jetzt schauen wir mal, ob er hier den Einlenkpunkt schöner gewählt hat wie in der ersten Runde. Ja, man hat es gesehen, besser. Ja, man hat darüber nachgedacht. Wir haben ja schon uns unterhalten. Dafür hat das dann umso weniger geklappt, weil das Ausholen, ihr seht, er verschwindet direkt von meiner Kanzel und er fährt quasi umsonst unnötige Meter. Die kann man sich einfach sparen, indem man auf dem direkten Weg das gleiche wieder wie im letzten Viertel mit einem bewussten Lenkimpuls hier einfach den direkten Weg wählen. Hier ist es auch noch wichtig, da bei der Brücke noch ein bisschen ranzukommen und hier einfach auch wirklich am Curb anzubremsen, um, wie vorher schon erwähnt, die Strecke so breit wie möglich zu machen. So, hier hat er den Radius nicht halten können, ist weit gegangen und in dem Moment war ich eigentlich schon vorbei, obwohl ich eigentlich gar nicht so wirklich überholen wollte. Okaychen. Jetzt habt ihr mal einen kurzen Einblick in das bekommen, was ich mit euch, mit meinen Schülern quasi auf der Rennstrecke mache. Wir gehen zusammen raus, machen den Turn, kommen rein, Heizdecken an, Kombi aus, je nachdem wie warm das ist, schauen uns quasi das Video an und besprechen die einzelnen Punkte nach Prioritäten bedingt. Was ist wichtig? Michael, seine Körperhaltung ist
okay, die ist gut, die ist nicht hundertprozentig perfekt, aber sie ist gut. Und dann kann ich die vernachlässigen, wenn er manchmal so Linienpatzer drin hat, dann finde ich die viel wichtiger, vor allem auch den Hintergrund, wie kannst du die Linie oder den Richtungswechsel auf eine und der anderen Linie vollziehen. Das ist eigentlich schon immer so ein Riesenthema, was ich sehr, sehr oft und immer wieder quasi erklären muss, und stelle ich fest, dass da eigentlich schon ziemlich hapert an Hintergrundwissen von der Physik, vom Motorrad, warum und wieso. Dann schauen wir uns das Ganze an den Tracksheets an. Wenn du meine Tracksheets nicht kennst, die stehen unten in der Beschreibung. Da ist auch nochmal die Linie in Hockenheim eingezeichnet, und natürlich gibt es auch ein Blanko. Da zeichnen wir dann zusammen, also der Schüler und ich, die Linie auch nochmal ein, speziell auch die Punkte, wo er vielleicht Probleme hat, dass man nicht jede Kurve durchgehen, sondern halt wirklich nur die Probleme bereiten, damit einfach nicht zu viel an Input in kürzester Zeit kommt. Weil desto mehr sich jemand um irgendwas beschäftigen muss, umso schwieriger ist es für ihn, quasi sich zu verbessern. Im besten Falle machen wir ein, zwei Sachen. So, das war's von mir. Wenn du meinen Kanal noch nicht kennst, würde ich mich freuen auf ein Abo und natürlich an alle anderen einen Daumen hoch für dieses Video. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.